In ihrer letzten Sitzung vor den Europawahlen haben EU-Abgeordnete dazu aufgerufen, eingefrorene russische Staatsgelder für die Ukraine zu beschlagnahmen. Einige meinen, die von der Europäischen Kommission im März vorgeschlagenen Pläne seien zu schwach. Not often are the moral, legal, political and economic arguments for action as strong as in the case for confiscating Russia's state assets to help Ukraine. Europe needs to seize all of Russia's underlying assets, and it must do so now. 210 Milliarden Euro an Reserven der russischen Zentralbank lagern bei Euroclear, einem Finanzinstitut mit Hauptsitz in Belgien. Die Kommission will mit einem Teil der Gewinne Waffen für die Ukraine kaufen. By the time being, we are not going to take to seize the capital, because there is not enough clarity about what we can do and what we cannot do. Certainly, we would be very happy if we could take 300,000 million euros. Seit Beginn des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine hatten die westlichen Staaten vor 2 Jahren rund 260 Milliarden Euro an Reserven der Moskauer Zentralbank blockiert.